Jo, da wären wir wieder. Was mir gerade auffällt, wir haben jetzt oben in dieser Weiler-Anzeige, ist das, glaube ich, also das Overlay, was oben in der Mitte ist, eine Anzeige, mit was man welche Sachen abbauen kann. Also ich kann nicht effektiv mit einem Toastbrot Cobblestone abbauen. Das ist gut. Bei der Torte steht nichts. Holz vielleicht? Nee. Hä? Achso, es wird nur bei den Sachen angezeigt, die ich nicht damit abbauen kann. Nö. Die Anzeige ist einfach noch komisch. Egal. Also bevor wir jetzt anfangen mit den Jetpacks bauen und so weiter, unten in der Beschreibung der Folge, das ist ja normalerweise immer nur so ein Copy-Paste-Text, da ist jetzt ein Link drin. Und zwar für diese Welt, wie sie jetzt genau zu diesem Zeitpunkt hier ist. Und ich denke mal, das werde ich so alle 50 Folgen oder so jetzt mal wieder reinbringen. Allgemein, solche Informationen gibt es auch immer zuallererst auf Twitter. Und wenn ihr ähnlichen Ramsch haben wollt, einfach auf Twitter abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Alle wichtigen Nachrichten von mir kommen auf Twitter. Aber gut, jetzt Jetpack. Jetpack da. Wir hätten gerne das da. Dafür brauchten wir das Enderium. Dafür brauchten wir das Pulverized Platin und Pulverized Tin. Genau, und die Resonant Ender Buckets. Warum habe ich einen Molten Shiny Bucket? Der kann wieder rein. Ich glaube, wir brauchen. Ich glaube, wir brauchen bald neue Flüssigkeitschips. Was sagt ihr? Ihr seid normale Chips. Was sagt ihr? 5 von 5, 4 von 5. Ja, das ist nicht gut. Was sagt das Shiny Ding? Da, Shiny Pulver. Sehr gut. Gib mir ein Stack davon. Und Tin. Tin war das andere. Und zwar das richtige Tin. Ich hoffe mal, du bist das richtige Tin. Ja. Und jetzt noch eimerweise flüssiges Ender. Das hatten wir hier hingepackt, ne? Fluid Transposer? Ja. Flop. Und ich stehe auf dem doofen Metallding. Das ist keine gute Idee. Hier, nimm, nimm, nimm. Alles weg damit. Ja. Drei Eimer, vier Eimer, das sollte erstmal reichen. Mal gucken. So? Ja. Zing. Da kommen immer nur vier Stück raus. Ja. Macht Sinn, aber ist ganz schön wenig. Jetzt haben wir 16 Enderium Blend. Was müssen wir damit jetzt machen? Das schmelzen wir wahrscheinlich einfach nur ein, zusammen mit Pyrodium Dust. Klick. Was fehlt da? Pulverized Coal. Okay. Gib mir Kohle. Coal. Drei Stacks. Das hauen wir dann hier irgendwo rein. Hier. Wo ist das nächste Schild? Da. Hier. Aber das war doch richtig, oder? Neben dem Schild immer. Ups. Yeah. Wo ist die Kohle gelandet? Du hast hinten nur einen gelben Exporter. Eigentlich müsste die hier irgendwo drin gelandet sein. Egal, du mach das da kaputt. So, und du hier hinten mach den da kaputt. Und unser Inventar ist völlig zugemüllt. Stopp. Hier, Gravel. Du kannst auch noch. Wo ist das Tin? Da ist das Tin. Hier, Tin. So. Also, das kommt gleich. Müsste eigentlich schon was im System sein, richtig? Richtig. Klick. So. Platz, 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 Platz. Alles weg hier. Ein Safari-Netz. Okay. Weg, 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 weg. Weg. Den Rest brauchen wir eigentlich fast immer. Das kann weg. Das kann weg. Schaufel brauchen wir nicht immer. So. Kabel brauchen wir immer. Das ist okay. Also Pyrodium Dust und Enderium Blend. Gut. Induction Smelter. Raus, raus. Rein,
Fein. Gib mir das Zeug da. Wir kriegen jetzt 12 Stück. 4 brauchen wir für das Jetpack selbst. 2 brauchen wir dafür. Und 4 brauchen wir dafür. Das könnte hinkommen, okay. Und das wird sofort ins System gepackt? Nee. Okay, also muss ich jetzt eine Weile warten. Was machen wir derweil? Wir könnten schon mal gucken, was wir für die Platten brauchen. Genau. Und wie hießen die Platten überhaupt? Plate? Platt? Da. Enderium Armor Plating. Braucht 10 Enderium Ingots und Invar Armor Plating. Ach so, das war immer so schubweise. Man braucht also die allerersten Platten, um die zweiten Platten zu bekommen und so weiter. Ja, also ich brauche jetzt 10 Bronze, 10 Invar, 10 Enderium. Och. Okay, erstmal hole ich die Platte von uns wieder raus. Da. Dann brauche ich Bronze. 10 Stück. Dann brauche ich Invar. Mist. So, Invar 10 Stück. Und Enderium. Das wird teuer. Also ich brauche auf jeden Fall mehr von dem flüssigen Zeug. Fluid Transposer. Ja, hier. Gib ihm. Raus. Raus. Alle Eimer. Alles voll. Wir haben mehr als genug Enderperlen zu verballern. Her damit. So. Dann haue ich das einfach alles gleich ins System rein. Dich nicht? Nee. Ich werf die jetzt einfach rein. So. Und hätte jetzt gerne End. Next, da. Enderium Ingot. Nee, Enderium Blend. Gib ihm. So, 44 Stück. Das schaut doch gut aus. Und es mangelt nur an mehr Buckets. Okay. Du? Da. 16 Stück. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und mehr Buckets. Ding. Weil theoretisch müssen wir das Ganze ja auch zweimal machen, ne? Das ist, weiß nicht. Vielleicht machen wir erstmal einen davon und als Backup benutzen wir einen von den alten Redstone-Dingern, also das goldene Jetpack. Das ist echt krass sonst. Oh, apropos Jetpack. Du, raus, du. Aufladen. Ah. Weg, 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 weg. Ah, ich hätte ein Bucket behalten sollen. Buh, Bucket. Und nochmal 44. Sehr schön. Jetpack. Jetpack. So, wir hätten jetzt gerne das komische Ding. Das braucht so ein komisches Ding, das braucht so ein komisches Ding, das braucht so ein komisches Ding. Eins. So. Da. Zwei. Drei. Oh, wir haben keinen von dem Promethium Dust hier über. Das ist ärgerlich. Dann mopse ich mir das mal kurz hier raus, wenn noch was über ist. Ja, definitiv noch was über. Rein, rein, rein und mehr als genug Ingots für ein Jetpack. Goodie. Du dahin, du dahin. Und so war das, ha? Ja, okay. Raus, 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 raus. Hälfte reinschmeißen. Also das haben wir, das haben wir. Wir haben das Jetpack. Wir bräuchten die vorherigen gar nicht, wenn wir Leather Strips hätten. Okay. Magnetic Dynamo. Was zur Hölle? Wir haben wieder keine Invar Gears. Ich glaube, es wird langsam echt Zeit, dass wir den Crafting-Computer herstellen. Das würde uns so viel Zeit sparen. Also ja, erstmal müsste ich
30 Folgen damit verbringen, alle Rezepte in den Computer reinzuballern. Aber dann wären so eine Sachen kein Problem. Dann sieht das Rezept, aha, ich brauche ein Magmatic-Dynamo, dann baue ich das halt selber. Das ja, ist schon schick. Also, gehen wir wieder zum Jetpack. Von da ist am einfachsten. Ding, 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 ding. Jetpack, das da, Magmatic-Dynamo. Und es fehlt das da. Bau davon bitte mal ein paar mehr. Ah. So, so, so. Was? Ich habe was Falsches gebaut, oder? Ja, habe ich. Okay. Dann bau halt davon 10. Wir haben kein Silber mehr. Oh, Feier. Okay, bau jetzt die da. Wir brauchen 4 Stück. 1, 2, 3. Grrr. So. 4 Stück. Jetzt baut die Dinger da. Was fehlt an den Seiten? Es fehlt ein Electrum Gear und Redstone Energy Controls. Die habe ich im Inventar, das ist kein Problem. Und die Gears baue ich mal 8 Stück von. So. Redstone Energy Controls rein. Dich bauen 1, 2 davon. So, dich dahin, dich dahin, dich, dich dahin. Tada! Sogar schon gefüllt, teilweise. Sehr schön. Da hätte ich gerne noch die im System und die 10 hier, damit wir die Platten einschmelzen können. Bist du fertig? Nein, jetzt bist du fertig. Dich rein und 10 Bronze. So, und währenddessen können wir schon mal versuchen, das Ding aufzuladen, was wird eine ganze Weile dauern. Da passt nämlich dezent viel Strom rein. 10 Millionen RF. Verbraucht dafür aber allerdings auch wesentlich mehr. Da steht unten Energy Usage. 400 RF pro Tick. Das Ding hatte nur 100 RF pro Tick. Aber auch nur ein Fünftel der Kapazität. Also, ist okay. So, Bronzeplatten haben wir. Inva. Für Inva-Platten. Derweil noch mehr von euch reinschmeißen. Ja, komm. Wollen wir die Zeit hier effektiv nutzen und so, ne? Du, raus, raus, raus. Und die letzte Stufe. Raus, raus. Es müsste doch eigentlich ganz schön in unsere Enderpearls gehen, ne? Also nicht, dass wir Probleme hätten, aber ich meine, es wäre schön, wenn wir das ein bisschen reduzieren könnten. Sonst müssten wir das echt bald ausmachen, weil es ist absolute Verschwendung, wenn wir 3000 Enderperlen im System haben und die gar nicht brauchen. Und da ist das Plating. Sehr schön. Also, das soll dermaßen funktionieren, dass wir jetzt mit Shift-Rechtsklick das Ding darauf bappen. Ich weiß allerdings nicht, ob man es anhaben muss oder nicht. Also probier's mal so. Shift-Rechts. Oh, okay. Armor Jetpack. Bam. Ich bin... ja. Toll aus. Whee. Hallo. Ah, mit Funkelschuhen und allem. Aber ja, jetzt Jetpack an. Hover-Mode aktiviert. Jetpack Engine. So, und das ist jetzt der Hover-Mode von dem Jetpack. Also man geht sehr, sehr langsam runter. Und fliegt fast wie im Kreativmodus. Das ist schick. Sehr schick. Ah, die Hühnchen, ja. Da muss ich über Zeit noch was einfallen lassen. Aber gut. Was jetzt? Wir hatten, also wir wollten Jetpacks bauen, wir wollten die Platten bauen dafür, haben wir gemacht. Ich sollte das letzte an. Was war das für ein Knackgeräusch? Achso, ist alles okay. Es gab früher nämlich einen Bug bei den ersten Jetpacks, wenn man geflogen ist. Und selbst wenn man ganz weich gelandet ist, hat das Spiel das so berechnet, als wenn man die ganze Strecke, die man geflogen ist, gefallen wäre und es dann instant explodiert. Das war nicht so schön. Aber das war, glaube ich, bei Industrial Craft. Weiß ich gar nicht mehr, das war noch Ticket. Aber gut, so, du darfst weiter Enderium herstellen. Das brauchen wir bestimmt noch für irgendwas. Und der Rest wird erstmal aussortiert. So.
Und dann gucken wir mal, wie viel Redstone wir inzwischen wieder haben. 116, gut. Ich hätte nämlich ganz gerne neue Fluid-Chips. Also geben wir ein Fluid. Und die Dinger waren nicht einfach hier zu stellen. Genau, Fluid-Kristalle. Mach mal ein Stack davon. Schon haben wir nur noch ein Stack Redstone. Aber ich will jetzt ein bisschen was auf Vorrat da haben. Haben wir Fluix? Ne, wir haben kein Fluix Dust. Fluix Dust. Zack. Ein Stack. Jetzt dürfen wir kein Redstone mehr haben, oder? Doch, 37 Stück. Das ist, ich glaube, ich mache einen kleinen Trip in den Nether. Jetzt mit dem neuen Jetpack und so. Geht es vielleicht ein bisschen schneller, Redstone zu finden. Du kannst mal da rein auf Warteschlange gehen. Bisschen Toastbrot essen.